Der SHV Bruckmürzzuschlag ermöglicht mit einem Tageszentrum in Bruck an der Mur, das gestern offiziell eröffnet wurde, bestmögliche Tagesbetreuung für unsere Seniorinnen und Senioren im Bezirk. So können ältere und pflegebedürftige Menschen wochentags von 8 bis 16 Uhr in flexibler Form ihre Tage gemeinsam in einem betreuten Umfeld verbringen. Bei einem Tag der offenen Tür wurde diese neue Einrichtung der Öffentlichkeit präsentiert. Wir eröffnen heute das zweite Tageszentrum im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag, sind damit ganz sicher Vorreiter in diesem Bereich der Altenbetreuung und der Unterstützung für Seniorinnen und Senioren und haben damit den Lückenschluss vorgenommen. Wir haben derzeit in Österreich 450.000 über 80-Jährige. In den nächsten 15 Jahren werden es 600.000 sein und da müssen wir ganz einfach Angebote schaffen. Angebote in der stationären Pflege, Angebote in der mobilen Betreuung, die zum Beispiel über die Volkshilfe angeboten wird, und teilstationäre, so heißt es, technische Angebote, wie ein Tageszentrum. Eine wichtige Ergänzung zur bestehenden Altenpflege in unseren Pflegeheimen ist diese Tagesheimstätte, die hier wirklich jetzt in Betrieb genommen worden ist, auf diesem Areal des ehemaligen Krankenhauses in diesem großen Projekt Franz-Gruber-Gasse. Und das ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Einrichtung, nämlich nicht nur für die zu pflegenden Personen, die hier die Möglichkeit haben, Tagesbetreuung in Anspruch zu nehmen, sondern auch für diejenigen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen und hier damit auch eine entsprechende Entlastung bekommen können, den Tag über auch für sich ein bisschen, ich sage immer, ein bisschen Luft zu kriegen und über den Abend dann die Familienangehörigen wieder zu Hause zu haben. Also da ist es noch nicht notwendig, wirklich jemanden in ein Heim zu einer Heimpflege zu geben, sondern hier gibt es die Möglichkeit der Tagesbetreuung. Und es gibt viele Menschen, die alleine zu Hause sind und die Möglichkeit nutzen, natürlich dann tagsüber in Gesellschaft zu sein. Und auch dieses Angebot ist hier natürlich möglich. Die Besucher erlebten Gesprächsrunden, kreatives Arbeiten, Singen, Sitzgymnastik, Gedächtnistraining und noch vieles mehr. Eine wichtige Einrichtung für die ältere Generation, die ja in Zukunft nicht immer gleich in ein Heim gehen will. Und das gehört natürlich entsprechend finanziert und hier sind die Gemeinden des Bezirkes Bruckmürz-Zuschlag beispielgebend. Der Sozialhilfeverband wird ja über die Gemeinden des Bezirkes Bruckmürz-Zuschlag natürlich getragen und auch in großer Form auch finanziert. Das ist auch notwendig, dieses Geld entsprechend aufzuwenden. Hier geht es ja nicht nur um die Pflegende, um die Pflege in unserem Bezirk, sondern hier geht es auch um viele andere soziale Einrichtungen wie Jugendwohlfahrt und so weiter. Es ist sehr viel Geld, das die Gemeinden da in die Hand nehmen. Allein die Stadt Bruck trägt im Jahr 4,4 Millionen dazu bei. Die Pflegeeinrichtungen im Bezirk Bruck an der Murmürz-Zuschlag haben einen ganz besonderen Stellenwert bei den Politikern und der Bevölkerung in unserer Region und sind nicht umsonst Vorzeigeprojekte für Interessierte aus ganz Österreich.